Die Wasserversorgung der Stadt Salzburg steht auf mehreren Standbeinen. Rund 90% unseres Trinkwassers kommt von den Grundwasserwerken Glanegg und St. Leonhard, aber auch über die Wasserschiene aus dem Grundwasserwerk Taugel. Als weiteres Standbein haben wir 8 Quellgruppen um die Stadt herum, die teilweise permanent die höher gelegenen Bereiche versorgen, wo wir von unseren Stadthochbehältern nicht mit der Versorgung hinkommen, vom Druck her. Und das Wasser, was in dieser Region nicht gebraucht wird, fließt praktisch in die Großzone, in die Stadt hinein. Und diese angesprochenen Hochbehälter befinden sich am Mönchsberg und am Kapuzinerberg in der Stadt Salzburg. Die Verteilleitungen, muss man sich vorstellen, die sind wie ein Spinnennetz, das sich über die Stadt verteilt, damit dann jeder Haushalt auch das Trinkwasser bekommt. Für alle Grundwasserfelder und Quellen der Salzburger AG sind gesetzliche Wasserschutz- und Wasserschongebiete eingerichtet worden. Wie hier in St. Leonhard bei Grödig werden alle Maßnahmen, die Einfluss auf die Wasserqualität haben können, behördlich streng geregelt und überwacht. Das Wasser aus den Grundwasserwerken ist von Natur aus so gut, dass es weder aufbereitet noch gefiltert werden muss. Die restlichen 10%, also das Wasser, das aus den Quellen kommt, wird mit unterschiedlichen Verfahren aufbereitet. Diese werden unter anderem mit ultraviolettem Licht, also UV-Licht, desinfiziert. Aber auch im werkseigenen Labor werden jährlich bis zu 8000 Trinkwasseruntersuchungen durchgeführt. Das sind Wasseruntersuchungen für die Wasserversorgung der Stadt Salzburg. Das sind in etwa 2000 Proben. Die restlichen 6000 Proben sind Proben für Dritte, für Wassergenossenschaften, Gemeinden, Installateure, Private. Durch diese Kontrollen wird die Wasserbeschaffenheit vom Ursprung bis zum Wasserhahn ständig überprüft. Wir fahren hinaus, nehmen Wasserproben, überprüfen die Wasserversorgungsanlage, bringen die Proben dann ins Labor. Und hier im Labor wird auf physikalisch-chemische Parameter und die mikrobiologischen Parameter untersucht. Und das macht auch Sinn. Sollte sich herausstellen, dass das Trinkwasser nicht den behördlichen vorgegebenen Grenzwert hat, wird sofort reagiert. Sollte etwas passiert sein, dann ist der Betreiber gefordert. Das heißt, er muss einerseits die Bevölkerung informieren, die Behörde informieren und Maßnahmen setzen, damit dieser Umstand binnen 30 Tagen wieder beseitigt wird. Doch wie kommt das Lebensmittel Nummer 1 zu den 156.000 Kunden in der Stadt Salzburg, sprich in den Wasserhahn? Von den Quellen bzw. den Grundwasserwerken wird das Wasser in den Behälter transportiert und vom Behälter über unser Versorgungsnetz, das 870 Kilometer Länge hat, verteilen wir das Wasser bis zum Kunden. Unsere Übergabestelle ist der Wasserzähler. Wir Salzburger können also stolz sein, denn das Trinkwasser ist so gut, dass es zu 90% unbehandelt aus der Wasserleitung kommt. Mehr über das Salzburger Wasser erfahren Sie übrigens auch im Wasserspiegel am Salzburger Mönchsberg.